Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Rogue Legacy. Und wir starten sofort wieder los. Mal gucken, was haben wir diesmal? Ein Archmage? Ne, nicht so interessant. Eine Assassine? Und noch eine Assassine, die auf dem Kopf steht. Na, dann nehme ich die lieber die Assassine hier. So, die hat zwar Tunnelblick, aber ist halb so wild. So. Erstmal gucken wir, ob wir was zum Kaufen haben. Könnten uns das Blutschwert kaufen, aber nö. Helm haben wir nichts Besonderes, da hätten wir die Blutrüstung. Wir könnten uns mal bessere Bracers kaufen. Ja, machen wir das mal. Die können wir nicht mehr tragen. Bleiben wir lieber bei denen mit der 4%igen Crit-Chance. Gut. So, und dann holen wir uns noch Upgrades. Am besten Stärke und noch mehr Stärke. So. Und dann geht's los. Das hier ist zertrümmern und oh, One-Hits mit einer Assassine, ja, sehr schön. Wow, aber böse Augen mag ich nicht so wirklich. Wow. Und ich sollte nicht vergessen, ich habe dreifach Sprung. So, damit töten wir die Augen. Und dann wollen wir noch hier hochgucken, weil hier ist noch so ein Feuerspucker, so. Ah, es ist schön, alles one-hitten zu können. Aber es ist aber nicht so schön. Ach, wie viele schön. In die Raketen reinzuspringen oder in die Feuerbälle. Da ist auf jeden Fall mal die Truhe. Und ich suche schon mal den direkten Weg in den Turm, weil da ist ja der nächste Boss auf uns. Nachdem wir Alexander im Wald getötet haben. Und auch den Augenwächter im Schloss selber. So, du hast Zombie. Noch ein Zombie. Und wir müssen dran denken, wir haben Tunnelblick und ein fotografisches Gedächtnis. Wow. So, noch ein Ausweichen. Und ich würde sagen, da oben geht es in Richtung Ma. Ja, oder? Das geht nicht. Und hier können wir die Gegner schon mal nicht mehr überhitten. Jedenfalls die korrupten Ritter nicht. Aber solange wir den Schlägen ausweichen können, geht das ja noch. Wow. Und ich werde mit diesem Eisstachel rein. Ah, Quid. Kein böses Bild. Aber ein blutendes Auge. Achtung, hier kommt der Augenarzt. So. Was gibt's hier? Wow. Erst einmal ein riesen Zombie. Zombie-Schnu. Oh, genau. Bounty-Rune fürs Cape. Oh, ich habe die Runen ganz vergessen. Naja gut, beim nächsten Run. Gucken wir uns mal wieder die Runen an. Aber erstmal den Magier da loswerden. In der Richtung sind noch Gegner, Zombie und... Ach, da geht mal wieder ein Doom was. Habe ich schon vermisst, Jungs. Nee, eigentlich nicht. Oh, wow. Nein, mit dem will ich mich lieber noch nicht anlegen. Da habe ich etwas Angst vor. Vor allem als Assassine. So, lieber mit solchen. Ja.
Der Raum ist toll. Nur, das war wiederum nicht so toll. Vielleicht nochmal. Ja, wir stehen ja auf Schmerzen. Nein, eigentlich nicht. Komm raus, Zombie. So. Willst du eigentlich gleich mal so schlecht? Komm her. Das war gemein. Aber ja, es war ein guter Rand für die Assassine. Gucken wir mal, was gibt's als nächstes. Wieder der Assassine, Baba, oder nehmen wir den Hokage. So, hier wollen wir erstmal Licht. Ich will nämlich eine Rune. Hier will ich keine. Hier hätten wir eine Bounty-Rune. Hier hätten wir eine Bounty. Flugrune, Bounty-Rune. Dann nehmen wir doch mal die Bounty-Rune. Das gibt etwas mehr Gold. Und den Rest. Was machen wir mit dem Rest? Ich will nicht Sharon geben. Ja, machen wir das und dann. Wir sind eine Hokage, wir können nicht kritten, also bringen uns die beiden schon mal nichts. Dafür bringt uns das Blood Cape etwas, auch wenn wir dadurch weniger Lebenspunkte haben. Aber wir tun die Gegner ja größtenteils zum One-Hitten. So, hier alles zu hauen. Und der genau nicht, meine ich. Ich könnte mir One-Hit nicht so auf die Art und Weise. Und die Bounty-Rune macht sich bezahlt. Und was gibt's hier? Wow. Wow. No looking, das können wir vergessen. Ohne einen Dash können wir das so looking vergessen. Aua. Und hier hätte ich mehr Geduld haben brauchen müssen. Aber hier ist ja der Hütchen, Gott sei Dank. Und hier ist wieder Jukebox-Raum. Hallo One-Hit-Gegner. Ihr seid toll, One-Hit-Gegner. So, jetzt war hier hoch in Richtung Maya-Gebiet. Oder in Richtung Turm. Warum der Turm gerade Maya heißt? Keine Ahnung. Defeat all enemies. Na, das klingt schön. Das dürfen wir hinkriegen. Defeat all enemies. Nämlich genau so. Wow. Pass doch auf, das mit deinen Knochen ist gefährlich. Oh, das ist ein... Das ist kein normaler Doom-Was und auch kein Doom-Trade, das ist ein Doom-Scape. Die garstige Variante. Und hier müsste irgendwo noch ein Doom-Was sein, so. Und was kriegen wir hier Schönes? Noch eine Rune. Vampirrode für die Brustplatte. Muss ich mir doch überlegen. Aua. So. Lach du ruhig, du bist gerade gestorben. Mehr Gold zu kriegen durch die Goldrode ist zwar toll, aber. Was bringt das, wenn man kein Gold findet? Aua. Blödes Auge. Genau so Gold brauche ich. Blödes Viech. Ah, so. Da guckst du. Mal gucken, wo es da lang geht erstmal.
Aua. Da hätte ich vorsichtiger sein sollen. Oder? Raketen im Gesicht brauche ich nicht unbedingt. Das ist schmerzhaft. So, da sind wir wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber irgendwie hat gerade mein Aufnahmeprogramm gestreikt. Naja, kann mal passieren. Oh, wieder gut nach. Machen wir einfach weiter und tun so, als wäre nichts passiert. Das muss ich danach herausschneiden. Und jetzt bin ich tot. Das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ja, gehen wir zum nächsten Erben gleich über. Was haben wir denn? Archmage, eine Barbarian Queen, die sich schneller bewegen kann. Na gut. So, jetzt gehen wir wieder Runen kaufen. Erst einmal will ich die Blutrune in der Brustplatte haben. Und dann will ich im Schwert wieder auf die Dash-Rune umsteigen. So, habe ich jetzt noch was für mein Zuhause? Nein, habe ich nicht. Also kaufen wir wieder irgendwas Unnötiges beim Schmied. Ja, Bluthelm ist gut. Den rüsten wir jetzt aber nicht aus. Sondern wir gehen einfach hier rein. Und machen weiter, als ob nichts gewesen wäre. So. Gucken wir erstmal hier unten rein. Oh, hier ist eine Truhe, sehr schön. Aua. Wow. Das war alles, was in der Truhe ist. Ein lausiger Sack. Gold. Und da habe ich gerade einen aus dem Fass geholt. Hatch, Hatch. Trist mich nicht. So, da war sogar in der Truhe hier mehr drin. Und für den Kronleuchter. Diese blöden Stachelkugeln. So. Und ich muss dran denken, dass ich nur noch einen Jump habe. Dafür kann ich aber mit Messern werfen. Das darf ich auch nicht vergessen. Oh, Truhe ist schön. Da wir einen Barbaren haben, ist der auch gut geeignet für so einen Schnapp dir so viel Gold wie du kannst, Mann. Also werden wir wahrscheinlich nicht erstmal den Turm meiden und gucken, dass wir wieder in den Wald kommen. Hm, wieder Hütchen, das will ich brauchen. Und defeat all enemies, das ist immer gut. Wenn da nicht ein blöder Infinite ist. Da hätte ich gerade drauf kommen können, dass da... Na? Jetzt habe ich keinen Mana mehr, jetzt gucke ich sie auf die Altboden-Art. So, das waren aber schon alle. Was haben wir hier? Siphon-Rune fürs Cave. Naja, nicht unbedingt. Das ist die Mana-Entzugsrune. Wieder Jukebox-Raum. Autsch. Und ja, das war nicht so, wie es geplant hat, aber ich bin durchgekommen. Oh, und Hütchen. Zum Glück habe ich mir den Kronleuchter aufgehoben. So, erstmal das Pferdchen loswerden. Dann den Knochenkopf hier durch die Wand. Aua. Die Lanze loswerden. Die Pflanze loswerden.
Truhe plündern. Aber da hätte ich warten sollen. Und ich werde auch so los. So, dich noch. Hier das Pferd. Und dann geht's hier weiter. Schakrams, nö, nicht unbedingt. Oh, da oben ist mal wieder ein Leckerib, ne? Das muss der Leckerib weg. Und ihr seid nützlich, weil ihr schnell sterbt und mir jeder von euch vier Lebenspunkte gibt. Ja, ich mag die Schleime. Und was haben wir hier? Silver Chest Plate. Wieder ein neues Ausrüstungsteil. Hm? Wow. Wow, aua. Du mit deinem blöden Morgenstern. Oha, Terrasaur. Okay, an die kommen wir leider nicht dran. Da bräuchten wir noch einen Jump oder Fliegen. Take no damage. Oh, take no damage ist gut. Das war's mit take no damage. Ah, schon mal 2000 Gold zusammen. Die große Schildträger weg. Da hat sich der Ranke hinter der Map versteckt gehabt. So, den da. Aua. Ein Blazelock, also ein größerer Feuermagier. Gleich noch einer von der Sorte. Ah. Lasse die Stacheln, wenn sie aus dem Boden kommen. Man, nicht töten. Okay. Mr. Boats hat uns getötet. Und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge hier. Also, bis dann.